Würdest du gern einfacher leben? Wünschst du dir mehr Ordnung für dich in deinen eigenen vier Wänden? Oder mehr Zeit für dich? Dabei kann dir eine minimalistische Lebensweise helfen. Schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin. Im heutigen Video sprechen wir über Minimalismus und über 15 minimalistische Gewohnheiten, die dir dabei helfen werden, dein Leben zu verändern. Bevor wir gleich voll ins Thema einsteigen, abonniere bitte unbedingt noch meinen Kanal, um künftig nichts mehr zu verpassen. Bewusste Priorisierung. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Beantworte dir diese Frage unbedingt, denn sie hilft dir dabei, Prioritäten zu setzen und das Unwichtige aus deinem Leben zu streichen. Denk über deine Werte nach, über deine Ziele. Was sind deine Leidenschaften? Sich über diese Dinge klar zu werden, kann eine Weile dauern, aber es lohnt sich. Nur wenn du weißt, was dir wichtig ist und wohin du gehen möchtest, kannst du an einer glücklichen Zukunft für dich arbeiten. Wohnraum vereinfachen. Du hast zu Hause einfach keinen Platz mehr. Du findest nie, was du suchst. Oder es fällt dir schwer, Ordnung zu halten. Minimalismus in deinem Zuhause hilft dir genau bei diesen Problemen. Beginne mit dem Aussortieren von Dingen, die du nicht mehr brauchst. Trenne dich von überflüssigem Kram. Behalte nur das, was du brauchst und was dir wirklich etwas bedeutet. Dieses Prinzip gilt für alle Gegenstände in deinem Zuhause. Von Kleidung über die Dateien auf deinem Smartphone bis hin zu Möbeln. Einfache Morgen- und Abendroutinen. Bist du im Alltag häufig gestresst, dann denk darüber nach, entspannende Routinen in deinen Alltag einzuführen. Wie so eine Routine aussieht, hängt davon ab, was dir gut tut und wie dein Alltag aussieht. Wenn du zum Beispiel einen Bürojob hast, so wie ich, dann bedeutet das, dass du vermutlich ziemlich viel sitzen musst. Das führt über die Zeit hinweg dazu, dass bestimmte Muskeln in deinem Körper verkürzen. Deshalb mache ich zum Beispiel mehrfach in der Woche Dehnübungen für meinen Rücken. Vielleicht hast du auch Schwierigkeiten abzuschalten oder abends einzuschlafen. Dann können dir Meditationen dabei helfen. Auf meinem Kanal findest du übrigens auch ältere Videos mit Meditationen. Schau gern vorbei, falls du Hilfe in diesem Bereich suchst. Qualität über Quantität. Egal ob Kleidung, Möbel oder Elektronik. Kauf lieber weniger und dafür hochwertigere Dinge, von denen du möglichst lange etwas hast. So schonst du deine Finanzen, deine Nerven und die Umwelt. Effektives Zeitmanagement. Deine Zeit ist wertvoll. Du hast dieses eine Leben. Überlege deshalb genau, für was du deine Zeit aufwenden möchtest und für was nicht. Traue dich, Nein zu sagen, wenn du etwas nicht machen möchtest. Setze Prioritäten, verwende To-Do-Listen und den Kalender auf deinem Handy, um deinen Alltag besser zu strukturieren. Nachhaltiger Konsum. Brauche ich das wirklich? Macht es mich glücklich? Das sind Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du dir etwas Neues kaufst. So konsumierst du nämlich bewusster und vermeidest unnütze Ausgaben im Vorbeigehen. Das wirst du übrigens spätestens am Monatsende an deinem Kontostand merken. Abgesehen davon musst du viel seltener aussortieren, wenn du erst gar nicht so viel unnützen Kram in dein Leben lässt. Finanzieller Minimalismus. Ohne Moos nichts los. Das ist leider so und deshalb lohnt es sich, regelmäßig deine Ausgaben zu checken. Prüfe zum Beispiel deine Kontoauszüge und deine Abos, um überflüssige Ausgaben zu vermeiden. Vermeide Impulskäufe und verwende dein Geld für Dinge, die du wirklich brauchst oder die dir etwas bedeuten. Minimalismus am Arbeitsplatz. Genau wie in der Wohnung nervt zu viel Kram auch an deinem Arbeitsplatz. Halte deinen Schreibtisch deshalb möglichst ordentlich. Du kannst zum Beispiel eine Ablage verwenden, um Dokumente zu sortieren. Lösche unnötige Mails und Dateien auf deinem Rechner, um den Überblick zu behalten. Einfaches Essen. Essen hat so viel Einfluss auf deinen Körper und sogar auf deine Psyche. Deshalb solltest du auf gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeiten achten.
Versuche im Alltag möglichst selbst zu kochen. Im Netz findest du Ideen für einfache und schnelle Gerichte. Mach dir nicht das Leben schwer, indem du ausgefallene Zutaten kaufst. Nach meiner Erfahrung verwendet man sie meistens nur ein, zwei Mal und dann stehen sie rum und werden schlecht. Sozialer Minimalismus. Es gibt Menschen, mit denen fühlt es sich einfach gut an, Zeit zu verbringen. Ihr habt Spaß zusammen und muntert euch gegenseitig auf. Verbring deine Zeit mit diesen Menschen. Versuche, toxische Beziehungen zu beenden. Und verbringe weniger Zeit mit Menschen, die dich stressen oder negative Gefühle bei dir auslösen. Reduziere deine Garderobe. Dein Kleiderschrank geht über und du weißt nie, was du anziehen sollst. Trenn dich von überflüssiger Kleidung und behalte nur die Kleidung, die du wirklich liebst und die sich gut kombinieren lässt. Dann musst du morgens auch nicht mehr lang überlegen, was du anziehen wirst. Minimiere deine To-Do-Listen. Wusstest du, dass Multitasking in echt ganz furchtbar schlecht funktioniert? Wir können zwar mehrere Dinge gleichzeitig erledigen, aber die Qualität unserer Arbeit nimmt dann deutlich ab. Es ist ein bisschen wie bei einem Computer, bei dem zu viele Programme gleichzeitig offen sind. Der wird dann ganz furchtbar langsam und schwerfällig und vielleicht stürzt er sogar ab. Es gibt ein ganz tolles Buch zu dem Thema mit dem Titel The One Thing oder zu Deutsch Die eine Sache. Die Autoren von dem Buch empfehlen, dass man sich pro Tag auf eine oder zwei Aufgaben konzentriert und die dann tatsächlich zu Ende bringt. Diesen Tipp habe ich für mich übernommen und ich finde ihn wirklich mega hilfreich. Jeden Morgen überlege ich mir, was ich heute unbedingt schaffen möchte. Auf diese Aufgaben konzentriere ich mich dann und der Rest wird später erledigt. Vereinfache deine Küche. Die Küche ist vielleicht nicht der erste Raum, an den wir denken, wenn wir uns mit Minimalismus beschäftigen. Dabei verbringen wir so viel Zeit darin. Es lohnt sich also auch, in der Küche auszusortieren und dich von Küchengeräten und Geschirr zu trennen, das du nicht mehr brauchst. Übrigens lohnt es sich, sich schon beim Einräumen deiner Küche Gedanken zu machen, wie du im Alltag möglichst viel Zeit sparst. Wir haben Teller und Besteck zum Beispiel sehr nahe an der Geschirrspülmaschine eingeräumt, sodass wir sie schnell ausräumen können. Reduziere deine Ziele. Es gibt so viele Möglichkeiten auf dieser Welt. So viele Dinge, die spannend und interessant klingen. So viele schöne Orte. Ganz schön schwierig, sich dafür etwas zu entscheiden, oder? Das Problem ist, wenn wir zu viele Ziele gleichzeitig verfolgen, dann verlieren wir schnell den Überblick. Und am Ende kommen wir dann vielleicht nirgends an. Versuch also, dich auf ein oder zwei wesentliche Ziele zu konzentrieren. Schau, dass du in diesem Bereich regelmäßig Fortschritte erzielst. Wenn du merkst, dass das nicht so gut klappt, dann überlege, was du anders machen kannst. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei, dich auf das zu konzentrieren, was dir wichtig ist. Wie immer beim Minimalismus gilt, du musst nicht alles machen und du musst auch nicht dein Leben von heute auf morgen umkrempeln. Such dir das raus, was sich für dich gut anfühlt und probier's einfach aus. Schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Falls du es noch nicht gemacht hast, ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und natürlich auch, wenn ich dich beim nächsten Mal wiedersehe. Bis dahin alles Liebe, deine Jasmin.